Story. Mehr Vorräte. Wo bekommt eine Stadt wie Milton ihre Vorräte? Vom Festland natürlich. Woher denn sonst? Keine Ahnung. Lokale Waren von Bauern oder Zeugern auf der Insel? Das ist lange her. Wir wurden vom Festland abhängig. Genau. Wie ihr es wolltet. Und dann, als hier alles zusammenbrach, habt ihr uns es einfach abgeschnitten. Natürlich nur, bis ihr etwas gefunden habt, was ihr nehmen konntet. Dinge, die ihr an die anderen verkaufen konntet. Die im Süden. Einige haben sich an der Landwirtschaft versucht, aber die Zeiten waren damals für alle hart. Und sie sind es noch. Ihr musstet nicht alleine leben. In den Städten. Pah, die Städte. Ihr habt bekommen, was ihr verdient habt. Erwarte kein Mitleid von der grauen Mutter. Es gab auch in anderen Teilen der Erde anscheinend ein großes, trauriges... Da. Gute Nacht. Trauriges, eine traurige Katastrophe. So, da müssen wir aufstehen und uns an ihrem Kühlschrank, der ja eigentlich... So, erstmal wieder was trinken. Das habe ich ja ganz vergessen, dass wir auch noch trinken müssen. So, dann schauen wir nochmal Essen. Hm. Können wir ja was nehmen, oder? Können wir denn nehmen? Irgendwas. Zähspitzenpfirsiche, nee. Müsli-Riegel, nö. Hundefutter, komm. Was soll's? Ich habe mich nämlich ja schon gewundert, als ich die Stadt durchgesucht habe, warum denn hier auf einmal so viel Essen ist. Ich brauche nochmal eine Sardinenbüchse. Das tut mir echt leid, Oma, aber... wenn ich einem Hungertod sterbe, dann stirbst du erst recht. Ich glaube, 8 Stunden schlafen wir jetzt erstmal. Gute Nacht! Mitten in der Nacht aufstehen, erstmal sich nochmal so viel reinkloppen. Also irgendwie. Der Junge muss doch langsam mal kapieren, wir sind hier beim langen Überleben. So, draußen geht natürlich die Post ab, natürlich. Weißt du, die Grey Mother, die könnte mir ja immer in irgendeiner Form helfen. Das Problem ist jetzt. Vor allem im Sturm tummeln sich draußen gerne mal die Wölfe. Aber wir müssen. Also, wir müssen jetzt mal ganz kurz überlegen, was wir jetzt überhaupt machen, okay? Wow, toll. Ist echt wichtig jetzt erstmal. Also. Die Frage ist jetzt: Laufen wir jetzt nach da hinten? Oder laufen wir jetzt nach da hinten? Oder nach da hinten? Ich sehe nur diese drei Optionen, weil das ist irgendwie Käse da hinten. Und. Ganz ehrlich, da weiß ich noch, was hier los war. Also da gehe ich auf keinen Fall mehr hin. Also entweder da oder da. Problem ist, wenn wir uns einmal hier durch den Wolf durchgeschlagen haben, müssen wir uns auch nochmal den Weg zurückschlagen. Und dann wahrscheinlich wieder dahin. Und da draußen ist bestimmt wieder dieser schöne Wolf. Ich bleibe jetzt auch extra wunderschön an der Tür. So, das davon ist der Stein. Ist das da hinten der Herr Wolf oder der Herr Hirsch? Daher hat er sich vorher rumgetummelt. Dem ist jetzt nicht mehr so. Der kann nicht dann hier drüber gehopst und wie so ein Kandikal. So. Herr Wolf. Scheint ausgeflogen zu sein. Und ich glaube, ganz da hinten ist irgendwo die Tankstelle. Oh, Leute. Nein, das da hinten ist Herr Wolf. Eindeutig Herr Wolf. Ich überlege gerade scharf. Weil wir könnten theoretisch auch den Wolf einfach so direkt ansteuern. Wenn du verstehst. Und ihn dann umbringen und dann wiederum das Fleisch der Oma. Ich weiß halt nicht, ob wir ihn mit einer Axt umbringen können, verstehst du?
Das ist halt die Frage. Also ich schätze, dass der Wolf jetzt nach hinten gelaufen ist. Ich vertraue einfach mal stark dieser Theorie. Auch nochmal ganz kurz zurück, um uns zu orientieren. Vor allem hier ist auch nicht mein Standort eingezeichnet. Also das hier ist bestimmt der Oma. So weit da, da, genau, das hier ist der Berg, siehst du? Ja, hör auf zu zittern. Das hier ist dieser Berg. Und genau hinter diesem Berg müsste so eine tolle Leiche liegen. Des armen Herr Hirsch. Ich will mich jetzt hier auch auf gar keinen Fall zu weit aus dem Fenster rauslehnen. Weil der Herr Wolf streift da hinten, pirscht er. Haben wir überhaupt schon, jetzt haben wir eh schon wieder der Oma alles wieder weggefressen, jetzt können wir nicht mehr den Herr Hirsch auseinandernehmen. Aber das ist schon eine coole Stellung hier. Also hier ist Herr Hirsch. Da hinten sehe ich jetzt auch momentan keinen Wolf. Bedeutet, wenn wir uns ganz leise jetzt an dem vorbeischleichen, beziehungsweise mit voller Wucht an ihm vorbeirennen, ich hole mir erstmal ein paar. Paar Stücke und dann gucke ich mal, dass ich eine Fackel zusammengeschustert bekomme. So, aber hier ist ja ein Zweig. Nö. Pass auf. Ich will das jetzt hier auch mal mit ein bisschen Verstand machen, nicht einfach nur sowieso ein Oller drauf. Ja. So. Zurück, Crafting, eine Fackel. Leiden unter Kühlungsrisiko, jojo. Also so, ey, wir sind doch so gut ausgestattet eigentlich. So, jetzt laufe ich da jetzt einfach mal. Mit der guten Fackel, die wir jetzt hoffentlich... So, wo ist dieser Herr Wolf? Ja, anscheinend nicht mehr. Herr Wolf, ich will dir auch auf gar keinen Fall das Futter wegnehmen. So, da hinten pirscht irgendwo. Oder da vorne, ich weiß das nicht. Natürlich. Beil! Ha! Ha, hey! Im Ernst, ich hab den nicht umgebracht! Ist doch nicht dein scheiß Ernst! Ey, wenn du einem mit einem Beil eine überbrätst... Ganz ehrlich... Hat er etwa mit der... Ja... Da hinten ist die Tankstelle. Renn um dein scheiß Leben, Mann. So, wir halten wieder mal Augen und Ohren offen. So, das war mein Baumstamm. So, ich gehe jetzt einfach mal von der strikten These aus, dass mir der Rücken frei ist. Da hinten ist Herr Hirsch. Herr Hirsch, lass dich in Ruhe. So, also solange hier kein Wolf rumpirscht. Ja. Das Gute ist, darin kann schon mal kein Wolf sein, wenn die Tür zu war. Wenn die... So, wir haben schon mal eine Fährte. Oh. So. Blutverlust, Wolfsbiss. Pass auf. Wie ging das nochmal? Kann das nur darüber? So. Am Kopf haben wir uns verletzt. Ach du liebes bisschen. So, einen Blutverlust haben wir. So. So,
So, Infektionsrisiko brauchen wir Antiseptikum. So, gutes Antiseptikum. So. Hast du dir jetzt auch verdient? Mignon. Hast du J gemacht? Hast du J gemacht? So. Puh, haben wir es tatsächlich bis dahin geschafft. Lampenöl. Also ich hoffe, es war jetzt nicht so schlimm für euch, dass ich mich jetzt aus meinem... Ich gebe es ja auch ganz offen und ehrlich zu, dass ich mich jetzt aus meinem nicht getraut habe. Sturmlaterne ist immer gut. Ganz ehrlich, da habe ich auch schon ein bisschen drauf gewartet. Schade, dass es Kanada ist. In Amerika hätte da bestimmt irgendwo eine Waffe rumhängen. Um irgendwelche nicht bezahlenden Typen abzuknallen. Nein, also Amerika ist ja zu schlimm, ist auch wiederum nicht. B, da kommt jetzt irgendwie der Tankwart rein und sagt, hey, was machst du da? Ja, sorry, ich bin gerade eben... Boah, okay, Paddel. Lass ich ihn mal. So, da ist gut. Schauen wir uns mal hier so... Wir schauen uns jetzt erstmal hier so richtig um. Bevor wir jetzt hier alles durchsuchen. Also hier, boah, guck mal, hier sieht's gut aus. Wir werden hier auch einiges verputzen. Ach ja, hat der anscheinend geschlafen früher. Der Tankwart, also ho. Ja, wer es will. Und hier ist... Das ist gut. Mülleimer. Leg mal die Fackel weg, die irritiert. Getragene Wollsocken. War cool. Nein. Nein. Metallregal. Stoff. Nee. Kaputte Metalltür. Toilette. Boah, muss ich jetzt nicht aus. Muss ich jetzt nicht unbedingt. Wobei, wie viel trinken haben wir noch? Das ist jetzt halt eine gute Frage. 0,49. Wir müssen na, ein bisschen Wasser schöpfen. Damit wir was zu trinken haben, das Jote. Hoffentlich nicht benutzte Toilettenwasser. So, dann gehen wir mal weiter. Ach, guck mal, hier ist ein Müsli-Riegel. Hier ist nochmal ein Müsli-Riegel. Boah, ist das cool hier. Ist ja Heaven. Das Geschäft verlassen, definitiv nicht. Zumindest nicht da, wo ich überhaupt nicht weiß, wo es überhaupt hingeht. Wobei, da ist ja, glaube ich, eher kein Wolf. Ja, wenn wir tatsächlich eine Fährte hinterlassen haben, was ich insgesamt natürlich nicht hoffe, dann wird er ja eher vorne rumsuchen, weil da sind wir auch reingekommen. Logischerweise. Getragene Windjacke, nehmen wir mal mit. Getragene Wollmütze, nehmen wir mal mit. Rennfahrerhandschuhe sind sowieso schlecht. Akten, Stapel Papier. Ganz ehrlich, ich nehme nur das mit, was auch wirklich notwendig ist. Stapel Papier, wie viel Stapel Papier haben wir denn überhaupt schon mitgenommen? Wasser kann man echt immer brauchen, also Wasser... Ein Buch, ja, hätte ich eigentlich nicht mitnehmen sollen, aber Stoff, ja, lass mal. Nochmal ein Schlafsack. Getragene Baumwollmütze. Nein. Zeitung, ja, brauchen wir brauchen. Schlafsack, 36%, nö, lass mal da. Stoffpapier, Buch, ja, ein bisschen was lasse ich dem auch da, ganz ehrlich. Spitzentürzige. Oh, Mass, Holzstreichhölzer, Zeichnungspapier, nee, Karton, nee. Obwohl, Zeichnungspapier nehme ich mit. Denke, let's look here. So, Dose Kaffee. Klingt gut. Hat wahrscheinlich auch noch ein paar Kohlenhydrate. 1,99 Milk 6 Dollar. Next Shipment 3. Ach du meine Güte, also die nächste Milch kommt erst in 3 bis 4 Wochen. Das muss ja echt furchtbar hier gewesen sein, Mann. Das ist so spontan. Fehlt halt so nichts.
Hey, ist das nicht eine Glastür? Ach, ich freu mich. Das ist ja. Aber es war schon mal cool, dass man das jetzt hier nur öffnen muss. So, Orca. Ich denke, ich frage mich, wann hier das letzte Auto rangefahren ist und hat sich hier voll tanken lassen. Ich denke, das ist schon ein bisschen her. Ich nehme es jetzt einfach nur auseinander in der Hoffnung, dass ist nichts drin. Schade. Kiste könnten wir theoretisch auseinandernehmen. Lass ich jetzt ganz ehrlich mal. Mikrowelle, natürlich ist da nichts drin. Schade. Batteries, $160. Ach du meine, die müssten es ja hier echt schlimm gehabt haben. Notiz im Orca Tankstellenshop. Lesen! Notiz im Orca Tankstellenshop. Allgemeiner Hinweis für die Orca Tankstellen auf Großer Bär. Da wir nicht mehr in der Lage sind, eine angemessene und zeitnahe Vorratslieferung von unseren Verteilzentren auf dem Festland zu gewährleisten, müssen wir unsere Vorratslieferung leider auf einen Termin pro Quartal reduzieren. Ach du Scheiße. Aus diesem Grund lockern wir die Einschränkungen für lokale Lieferanten. Dies gilt nur für unsere entlegeneren Standorte. Alle Orca-Tankstellen auf dem Festland müssen ihre Waren weiterhin von genehmigten Anbietern beziehen. Okay. Also muss hier echt furchtbar gewesen sein. Und so, ich mag das vor allem, dass wir uns so langsam selber die Geschichte uns eigentlich schon denken können. Hundefutter, Hundefutter. Ganz ehrlich. Oh, ganz kurze Cut bitte. Ich muss mal ganz kurz Nase putzen. Jetzt gibt es einen großen Trick. Und zwar, wir können hier den gesamten Rucksack sortieren wir einfach mal nach Gewicht. Was wirkt so ziemlich am meisten? Das Trinken, das Beil, die Sturmlaterne und das Altholz. Natürlich hätten wir es doch zurücklassen sollen. Parka wiegt auch viel. Zwei Bücher. Warte mal ganz kurz. Hast du Durst? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von Goethe Schiller und Goethe. Arrivederci. So. Wir haben aber leider immer noch ein bisschen zu viel. Dann schmeißen wir noch so richtig viel. Unsere Schuhe, toll. Das Beide schmeißt jetzt auch nicht weg. Na? Ich schmeiß raus. Achso, er will essen. Okay, dann isst er halt. Ich hoffe, wir haben genug. Was könnten wir dir denn so entbehren? Vielleicht isst er doch mal. Was ist denn hier am schwersten? So, hier diese Spitzenpfirsiche, geschmacklose. Essen wir die mal. Öffnen. So, jetzt haben wir. Dann isst ja noch die anderen auch noch. Was soll's? 29%. Ich weiß, die könnten wir jetzt auch noch theoretisch aufkochen, aber. Lecker. Und das Gute ist, er hat sich quasi das Gewicht vom Leibe gefressen. Dass ich mich auch die ganze Zeit frage, wohin macht er überhaupt das ganze Zeug? Also die ganzen. Da ist nichts drin. Die ganzen Verpackungen und sowas. Da ist ja auch noch eine Dose mit dabei oder so. Jetzt ist die Frage. Oh, Beef Jerky.
Jetzt ist halt eben die große Frage, die ich mir stelle. Wo sollen wir denn jetzt überhaupt rausgehen? Ach, jetzt können wir hier, ich heiße eine Feuertonne. Der hat's ja echt Arm gehabt, der Jotte Jung. Musste hier drauf kochen. Also ich meine... Aktenschrank. Leer. Ich würde... gerne... Also ich weiß, dass ich vielleicht noch hier noch was übersehen habe, aber... ihr seht ja, ich kann sowieso nichts mehr mitnehmen, also von dem ist das jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe definitiv alles durchsucht. Frage ist jetzt, hinten oder vorne? Muss er mal raus? Hinten. Gut, habt ihr gesagt. Dann mach ich das auch. Und ich bin noch so raus. Ich hätte noch die Fackel in die Hand nehmen sollen.